So, es dürfte eigentlich nur noch Würmer da sein. Auch nicht mal, ja doch, einer noch. So, ob jetzt jedes Vieh, was stirbt, es kommt nicht mehr nach und kein neues mehr für. Gleich meine Munition alle. Wir gehen ins Lager und hol dir neue. Haben wir ja eigentlich genug. Oh, Alter. Ah, zu zweit geht das schon gut, ne? Dieses Lager war echt hart, muss ich sagen. Ja, zu zweit jetzt war doch easy. So, hab ich noch genug Munition? Hallo! Hallo Freunde! Ich habe einen langweiten Weg auf mich genommen, um euch zu besuchen und euch auszurotten, ihr scheiß Drecks-Mist-Aliens. Obwohl, auf dem Planeten sind wir doch die Aliens. Voll die Erkenntnis ja. Gerade. Das war echt gerade voll die Erkenntnis für mich, ey. Wir sind die Aliens auf diesem Planeten, nicht die. Ja. Gut, ja. Aber das ist nur mehr. Heißt das, wenn man Aliens zähmen kann, heißt das, ich kann dich zähmen? Den wilden Jonas? Zack, Steine. ja, aber das war ja mit den Amerikanern, also mit den Indianern und den Amerikanern genauso. Das gleiche Prinzip, nur es war halt ein anderes Land. Ja. Ja, auf Deutsch kann man das so Kapazität nennen. Also High Cap. Also ich hätte das als High- und Low-Cap vielleicht bezeichnet, nicht Hard- und Soft-Cap. Aber gut, ich bin ja auch kein Muttersprachler. Und Soft-Cap-Beschreibung an den Werten. Spiel versucht ihr immer zu stellen. Okay, und deshalb ist Lone Survivor auch gut spielbar, weil man immer der erste... Ja, das, als ich in meiner privaten Runde habe ich nämlich auch den Lone Survivor genommen. Und ruckzuck hatte ich da auch eine kleine Kolonie zusammen. Ich glaube, ich habe da jetzt 7 Leute oder so. Habe schon ein paar verloren, wieder ein paar dazu bekommen, schon mal sogar einen gekauft und so weiter und so fort. Gelohnt. Ey, da auf der Insel ist Öl. Ja. Kannst du überbauen. Oh, Fische. Nee, da kommt man doch rüber, wie, oder? Wie baut man denn rüber? Das weiß ich. Du musst also. Land bauen. Du kannst ganz oben, bei da unten. Ah, Landaufschüttung. Ja. Cool. Warte, ich zeig dir das mal. Ich kann nämlich eins machen. Hä? Ach da. Warte. Hier, jetzt baue ich hier so ein Landpümmel gleich hin. Zack. Oh, das hat sich verbunden. Ich hab's schön gebaut. Ah, okay. Hier, da, auf der anderen Seite des Ufers müssen wir nochmal wüten, weil die sind gleich in unserem Smog. Mensch, hat sie gebrannt? Fackel den nochmal ab hier, den Wald, ey. Das ist ja schrecklich. Erkannt. Hab nichts mehr. Bitter. Ah. Nee, stehen bleiben werde ich nicht mehr. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Wie sich das bei dir anhört. Was denn? Der Laserverteidiger. Piu, 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 piu. Ich kann im Prinzip jetzt einfach vor dem weglaufen und nichts machen. Siehst du? Spart mir Munition. Ich stehe einfach nur und bewege mich nicht mehr. Ach, das waren Bäume. Entschuldigung, ich habe gerade nicht auf Aliens geschossen, sondern auf Bäume. Das ist okay. Munition haben wir ja unendlich, ne? Da links. Ist da was Neues entstanden? Oh, hatte nur Würmer und ein Nest. Ich wüte hier einfach durch. Findest du manchmal Mitleid? Bitte? Warte. So, noch einmal Munition. Das war's.
Ich hatte dich gefragt, ob du manchmal irgendwie Mitleid mit denen empfindest oder so. Das wäre so, als ob ich davon ausgehen würde, dass wenn ich bei Counter-Strike jemanden töte, dass ich wirklich jemanden töte. Ja, aber hier kommen wir einfach und rotten die aus. Aber das Problem ist, die kommen schon als fertige Erwachsene aus ihren Nestern. Ich kann dir da nicht helfen. Egal! Die kommen als fertige Erwachsene aus den Nestern. Das ist das Problem, ey. Wie soll man da Mitleid haben? Wenn das erstmal so Babys wären, dann hätte man vielleicht ein schlechtes Gewissen. Aber so kommt ja gleich als ekelhafter erwachsener Käfer raus. Vielleicht sind sie auch noch Kinder. Ja, vielleicht sind das die Kinder. Und dann kommen wir... das sind alles nur Kinder. Und dann treffen wir bald noch auf die Erwachsenen. Und die Erwachsenen sind die großen Würmer, die sich in den Boden reingraben. Keine Ahnung, die sehen eklig aus. Die sehen aus, als würden, also die Viecher selber, die hier rumlaufen, ne, die sehen so aus, als würden sie eigentlich in so ein chinesisches All-You-Can-Eat-Buffet landen müssten. Ich bin nicht schießwütig. Wütig. Ach ja, sagt der Mann, dessen Munition leer gegangen ist. Ja, und ich hatte 2 Stacks Schrot mit Munition. Alter, ich hab nur 1 Stack dabei. Ich hab noch 17 davon. Mit der Schrotflinte kann man so krass wüten, ey. Bam, bam, bam. Und wir haben die immer noch nicht ganz... Wir können noch einmal, glaube ich, die Geschwindigkeit der Schrotflinte hochschrauben, ne? Machen wir jetzt mal. Ach ja. Da. Schrotpatron sogar. 2-mal. Das ist schon ziemlich teuer, aber hey. Wir haben es ja. Alter, überleg mal, wir schießen mit der Schrotflinte noch schneller. Wir können das noch 2-mal erhöhen, die Feuerrate. So, warte mal. Sklavenhändler, ach ja, das soll auch möglich werden, Gefangene zur Arbeit zu versklaven, nice. Was? Achso, ich dachte, du hast schon wieder Viecher angelockt, aber das sind nur dann Roboter. Es geht jetzt wieder um Rimworld. Ja, war mir klar. Man spart sich Rekrutierversuche, aber sie bekommen einen wohl permanenten minus 40 Zufriedenheitsbuff. Ja, aber dann würde ich ja lieber Zeit investieren und die versuchen friedlich in meine Kolonie zu integrieren. Aber an sich keine schlechte Idee vielleicht. Die Bösen, die mal angreifen, die schön zur Sklavenarbeit zwingen. Und wenn sie sich wehren, einfach abknallen. Ich finde, die sind immer die Mühe nicht wert. Jonas ist nur schießwütig, deshalb muss er Bäume erschießen. Ach so, darauf war das bezogen. Guck mal, er hat das auch geschrieben, die Erwachsenen sind die Gebäude selbst. Ja, logisches Denken. Wie die Zerg in StarCraft, wo die Gebäude aus Drohnen bestehen. Okay, alles klar. So, wo haben wir denn die Schrotmunition? Hat Jonas noch was übrig gelassen? Klar. Ah, locker. Easy. Mach leer den Scheiß, ey. So. Also. Wie sieht es bei uns denn jetzt aus hier? Batterien läuft immer noch und blaue... Ach, dieser blöde Wald. Das ist... Nein, der ist... 91%. Da, der ist da, um sie zu verstecken. 91%. Juhu. Wir sollten vielleicht mal... Weiß ich nicht... Wir sollten vielleicht mal, weiß ich nicht. Was willst du mir damit sagen? Ich finde, wir sollten mal den Satelliten so ein bisschen. Wir brauchen noch 53 Akkumulatoren und 41 Prozessoren. Also die blauen Chips. Und dann können wir bauen. Die blauen Chips habe ich dir in einer Minute zusammen. Ja, für die Akkumulatoren brauchen wir auch nochmal blaue Chips. Das können wir ja manuell beschleunigen, indem wir sagen, der soll die blauen Chips da nur noch für benutzen. So. Hier, guck mal, wenn du hier nach links läufst, also siehst du es auch schon auf der Karte. Da habe ich den Landpimmel gebaut. Haben wir jetzt noch Batterien übrig irgendwo? Geht dich gar nichts an. Guck erst, ich will Aufmerksamkeit. Guck, hier. Wo willst du Aufmerksamkeit? Was? Hier, ich zeig dir den Landpimmel. Ich kann hier gerade Fische angeln. Ich guck dir doch gerade nicht zu. Ja, du sollst ja zu mir kommen, habe ich gesagt. Nach links laufen. Du hörst mir nie zu. Entschuldigung. Wo bist du? Alter! Ja. Guck hier, das habe ich gebaut. Den Landpimmel. Überlegst du gerade, wie du das Land wieder wegmachen kannst? Warum schießt der nicht auf dich? Au. Ich halte das länger durch als du. Ich habe 5 Schilde, mein Freund. Was hab ich denn? Ich hab 4. 5 Schilde und 2 Reaktoren. Ja, ich brauche noch einen Reaktor. Aber das andere geht jetzt erstmal vor. Ja.
Hast du die blauen Chips zusammen? Ja, warte, ich gucke gleich mal, wie viel ich... Ach, ich bin schon wieder ohne zu gucken über die Schienen gelaufen. Ah, fuck. Einer fehlt noch. Ein blauer Chip. So, die Akkumulatoren werden rübergebracht automatisch. Hä? Hier ist doch genug drin in der Kiste davor. Ja, aber nicht die Akkumulatoren. Ja, aber doch, blaue Chips sind ja drin. Ja. Statt die einfach direkt in die fucking Fabrik zu packen, da. Akkumulator. Da können wir jetzt einen Fusionsreaktor bauen. Ja. Zack. Akkumulatoren. Okay, also Akkumulatoren noch bauen. Ja, die kommen jetzt automatisch angeflogen. Aber wo werden die denn gebaut? Ganz links. Ach, da. Bei den Solardingern. Oh, der braucht Batterien. No. Ach, die hast du da manuell reingeworfen. Nee. Die werden da reingeflogen. Ach, die werden geflogen. Awesome. Oh, der Reaktor. Yay! Hm? So, oh, da muss ich ein Exoskelett rausnehmen. Wow. War es das wert, Jonas? War es das wirklich wert? Ha, ich kann es wieder reinpacken. Scheiße. Das ist ein geschützter. Dann hätte ich jetzt noch Platz für Batterien. Oder für noch einen. Ja, noch eins. Blaue Chips. Was ist da denn los? Wie viel Munition hast du denn mitgenommen, bitte? Wo? Das geht eigentlich. Ja, ich habe ein paar Geschütztürme aufgestellt. Ja, ich merke es schon, dass du die ganze Munition da rausgemopst hast, weil das Band nämlich leer ist. Hä, hey, der fliegt die Munition irgendwo hin automatisch. Wo fliegt Munition hin? Der Typ, der Roboter hier hat Munition. Der bringt dir die, ne? Hast du gesagt? Nee. Nein, hier, der bringt die rüber zu den Kapseln hier. Achso, die brauchen Munition, alles klar. Ach ja, eine kleine Idee für dein Stromproblem in RimWorld. Eine Sache, die ich echt gut finde, ein Energiefix für die normalen Stehlampen. Die fressen irgendwie 150 Kilowatt im normalen RimWorld. Solarlein. Ja, ich verstehe, was du meinst. Also eine separate Energieversorgung für die Stehlampen in den Räumen, meinst du wahrscheinlich, weil die so viel futtern. Ja, könnte man machen, die aus dem anderen Stromnetz rausnehmen. Zumal die ja fast permanent Energie brauchen, dann könnte man da vielleicht die mit Thermalgeneratoren oder mit den normalen Dampfdingern da, wie heißen die nochmal? Thermalgeneratoren nicht, sondern die anderen Generatoren halt. Und die Sachen, die immer nur dann Strom brauchen, wenn sie benutzt werden oder generell nicht so viel Strom brauchen, die könnte man ja vielleicht mit Solar und auch Thermal, wenn man hat, und Akkus dann versorgen. Das könnte natürlich gehen. Man könnte natürlich auch einfach mal Energiesparlampen erfinden. Ey, du bist so schnell wie so eine Ameise, ey. Alter. Wie viel hast du denn? 4? Immer noch nur 4? Ja, 4. Krass. Krass. Gleich habe ich 5 Schilder. Ah, 5 Schilder. Yay. Hä? Warte mal. Ah, du hast gar keine Laserverteidigung, ne? Nee, ich habe 2 Reaktoren, 5 Schilde, 4 Exoskelette und 2 Roboterhangar. Da muss ich mir auch überlegen, lohnt sich die Laserverteidigung mehr? Ich fand die jetzt nicht so prall. Nee, so prall ist die Laserverteidigung auch nicht. Die ist halt cool gewesen in meinem Panzer, dass ich nochmal... Also dann nehme ich halt lieber diese Verteidigerkapsel. Ah, ich sehe es gerade bei dir. Wenn ich nämlich den Panzer... Ach, die Hangare hast du auch noch, die Hangars. Wenn ich nämlich im Panzer saß und da hatte ich ja 5 Lasertürme, da war das voll praktisch, weil ich bin mit dem Panzer gefahren, habe mit der Kanone auf die Nester geschossen und die Laser haben in der Zeit hinten auf die verfolgenden Käfer hier geschossen. Das war eigentlich ganz angenehm, aber naja, ich lasse es jetzt erstmal so. Oder vielleicht könnte ich auch einfach noch mehr Schilde nehmen. Ah, ich lasse es erstmal so. 93%. Schaffen wir das heute noch? Wie spät haben wir es denn? Es ist jetzt... Oh, 10 erst. Easy schaffen wir das. Was ist denn da noch drin für ein Kram? Baumaterial mit geringer Dichte. Ach, das sieht jetzt so aus.